Gentlemen's Russik 50 ist am Start und heute mal wieder mit einem geisteskranken Polizei gegen Dieb Folgenvideo. Und mir wird schon der Schirm gehalten, weil die Polizei arbeitet halt für mich. Nämlich Amir, was ist los? Bist du natürlich... Ich bin traurig. Ich wollte halt eine Beerdigung für dich. Aber heute ist Amir nicht allein, denn er hat Unterstützung von diesem Officer. Ja, wer bist du? Ich bin heute Praktikant. Officer MBGK ist da, Alter. Okay. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht dein Debüt hier, aber ich glaube, das wird, ein Dorn im Auge sein. Ich bekomm dich easy. Ein neuer Polizist im Einsatz gegen einen Profi-Dieb, Leute. Und wir klauen heute... Die natürlich Praktikanten immer dazu. Ja, okay, Leute. Wir werden heute beweisen, dass wir die Krassesten sind. Aber was klauen wir heute eigentlich? Wir haben hier einen übelst kranken Bentley Breitbau, Leute. Geisteskrankes Auto. Guck mal, wie das aussieht. Dann haben wir hier in der Mitte, Leute, einen Sportwagen von... Was ist das? Aston Martin? Aston Martin ist am Start, Leute. Guckt ihn euch an. Geisteskrank. Und auf der anderen Seite haben wir ein RS7 Breitbau. Super Tuning, Leute. Also ich sage euch ehrlich, der sieht wild aus. Und wenn ich alle Autos schaffe zu klauen, werde ich sie natürlich behalten, Leute. Wenn ihr das Ganze feiert, lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, welches Auto würdet ihr von den drei als erstes klauen. Und ich würde sagen, liebe Officers, schnallt euch an, geht auf Streife, let's go! So, meine lieben Officer-Kollegen. Ich sag euch ehrlich, ich bin echt gespannt, wie MBGK sich heute schlagen wird. Okay, komm mal, ich predikte, welches Auto du klauen wirst. Ja, welches? Welches? Wieso? Weil du gerne Mitte holst. Wenn du Mitte holst, dann sind die anderen beiden Autos weiter voneinander entfernt. Mhm. Deswegen hast du Leute gespawnt, die wie du niemals aussehen würdest, nämlich Bodybuilder. Oha, was er sagt. Wieso sollte ich jetzt kein Bodybuilder sein? Und whoppa! Vielleicht in der Mitte. Vielleicht ziehe ich auch meinen Fitness. Du bist hinter mir? MBK? Ja, ich bin's. Ich bin hinter dir, ja. Ich bin's. Okay. Warte hoch, bleib hier unten. Ich bin's, Bro. Ich fahr zum Roten, weil ich glaube, irgendwie Rustik wegen seiner Jackenfarbe holt als erstes den Roten. Der Rote. Ich bin ganz durch, Alter. Jungs, der. Oh mein Gott. Der Rote ist doch am Start, Vollbart behaart. Also ich sag euch so, Jungs, ihr müsst auf jeden Fall immer schön aufpassen, weil manchmal im Leben ist es wichtig zu analysieren, wo kann der sein, wo ist er nicht. Und die Frage aller Fragen ist halt natürlich auch, warum ist er da, wo er ist, wisst ihr? Ich find's auf jeden Fall gut, dass ihr zu zweit Gruppenkuscheln macht am gelben Auto. Nee, ich bin gerade hierher gefahren. Ich fahre hin und her zwischen Mitte und... Ihr könnt es ja machen. Ihr habt mir die perfekte Vorlage gegeben, jetzt gerade ein Auto zu klauen. Deswegen werde ich jetzt einfach das gelbe Auto klauen, weil ihr da Gruppen gekuschelt habt. Deswegen kuschel ich da auch einfach noch mit. Also ich bin gerade bei Rot, Armin, hier ist gar nichts, ne? Ja. Ich war bei Blau ist nichts. Okay, bei Blau bei ist nichts. Ist auch gerade nichts. Okay, ja, ihr könnt auf jeden Fall weiter so durchziehen. Eins, ja. Zwei, drei, vier. Okay. Okay, ich finde es gut, dass ihr auf jeden Fall... MBGK, was sagst du eigentlich zu deinen ersten Polizeieinsätzen? So? Zu meinem ersten Polizeieinsatz ist es nichts Auffälliges irgendwie. Also irgendwie... Ami überfährt hier alle Leute gerade. Ja, Bro, du kannst auch mit ihm überfahren. Ich werde es jetzt auch einmal machen. Ich werde einmal komplett... Mein Gott. Einer im gelben Auto, mittlere! Oh nein, was? Oh mein Gott, Bro. Also ich will ja nichts sagen, aber manchmal muss eine Krähe kommen. Wo seid ihr, Amir? Bro, toggle mich. Oh Gott. Also ich sag euch so, wie es ist. Ich war eine Krähe. Ich habe auf eure Köpfe gekäkelt. Oh. Du bist eher eine Ratte. Oh mein Gott. Also ich sag euch so, ich hab nicht... Oh mein Gott, bin ich boosted. Oh mein Gott, bin ich boosted. Oh mein Gott. Ey, ich bin einfach so boosted. Anstatt, dass ich chillig die Ausfahrt nehme, knall ich da gegen die Wand und fertig ist. Oh, okay. Er ist immer noch da in der Nähe vom Würfelpark. Ich bin hinter dir. Okay, nein, ich bin da vorne im gelben Auto. Ich sehe es gerade. Oh mein Gott, fährt er schlecht. Oh mein Gott. Sehr gut. Okay, Jungs, ciao. Auf Wiedersehen, Officers. Auf Wiedersehen. Ring, ring. Er ist Gegenverkehr. Nee. Ich fahr auf der rechten Seite, falls er wieder... Er dreht um, fährt hoch. Jungs, auf Wiedersehen. Das war doch ein guter Manöver, sagt mal ehrlich. Fandet ihr gut? Nicht? Das war sehr gut, ja. Er fährt wieder runter. Okay, ich fahr wieder runter. Nee, er fährt rechts, er ist rechts gefahren. Oh, ja, ich sehe die Rampe, dein Auto rennt kaputt. Oh mein Gott. Jungs. Oh mein Gott.
Jungs, alles wird gut, solange ihr... Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ey, der ist hier runter, links, links rein, links ich rein, weiß, ja. Ich weiß, ah, ja, Koko-Jumper, ja, Jungs, auf ist das! Ich glaub, der Dieb ist wieder da! Was los, Jungs? Habt ihr euch heute mit dem Falschen angelegt? Praktikant, MBGK und, möchte gern... Oh mein Gott. Ich hab ihn gerade nicht. Oh mein Gott. Oh, hast du ihn, Ami? Oh mein Gott. Ist irgendwo hier. Ich sehe ihn auf der Brücke. Digga. Er ist jetzt gleich hinterm PD, okay, fährt er jetzt lang. Ja. Oh mein Gott. Ey, was war das denn? Wer war das gerade, der da so hochgeschleudert ist? War das etwa Praktikant MBGK? Nee, das war ich nicht. Meinst du aus der Kanalisation raus? Ja. Ja, er ist unten in der Kanalisation. Ich glaube, er ist ins Wasser gefahren, oder? Ich glaube, Rosik hat gerade Probleme. Oh mein Gott, Digga, was ist das denn gewesen jetzt gerade? Jungs, mein Auto ist so kaputt, also können wir einfach... Nein! Oh mein Meister! Nein, das war so schlecht. Er ist direkt neben mir, ne, Amir, wenn du willst. Oh mein Gott! Nein, Jungs. Tut mir leid. Oh. Alles gut. Jungs, wir können doch über alles reden, mein Auto ist kaputt. Wir müssen den komplett auseinander. Er kommt nicht mehr weit. Ah! Ja! Komm schon. Er dreht wieder um, er geht oh mein Gott, ja, oh mein Gott, seid ihr giftig! Jungs, lass ihn doch einfach in Ruhe! Alter, habt ihr eigentlich gesehen, wie ich euch mit dem Busch schön geprankt hab? Nee, du bist halt einfach gedriftet, Digga. Ja! Jungs, manchmal muss man auch einfach... Oh mein Gott, mein Auto verliert Öl! Wenn ich abhauen will, dann jetzt! Einfach schießen, dann brennt es! Ich komm weg! Jungs! Er muss hier irgendwo sein. Irgendwo hier in der Nähe. Keine Ahnung. Jungs. Keine Ahnung. Jungs. Hallo! Er ist die Leiter hoch. Jungs. Jungs, nein, ich bin weg. Das war ein Prank. Alles gut. Ich seh ihn. Er ist zu Fuß. Ja, ich seh ihn. Ich hoffe, warum? Bro, mein Auto fängt an zu brennen. Ich hab noch gesehen, wie du da drin rumgefahren bist, gerade da rein. Oh ich war mein so. Gott. Ich schwöre, ich dachte, du bist auch so rumgefahren. Dann hab ich das Brennen gesehen schon. Nein, ich hatte keine Wahl, weil mein Auto ist explodiert und somit ist mein erstes Leben weg. Das war so eine gute Verfolgung, so gut outplayed. Und dann, ich wäre fast weggekommen zu Fuß mit der Leiter. Ey, Leute, GG, erstes Leben weg. Mann, let's go zum nächsten Leben. So, meine lieben Officers, ich sag euch so, ich bin echt überrascht über eure gute Leistung, so. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich überrascht bin, dass du so schlecht bist. Habt ihr echt gut gemacht? Sag ehrlich, also, für so Praktikum war gut, oder? War echt nicht schlecht. Ja. Blau im Auto. Ich bin wieder beim Roten. Echt nicht schlecht, Bro, sag ich dir ehrlich. Du musst aufpassen, Rustik ist bekannt dafür, gerne zu cheaten, wenn der Sachen was spawnt. Ich bin, du musst auch manchmal so sehen, ich lasse auch manchmal zum Beispiel ein NPC... Hast du jetzt ein Auto auf den Kopf draufgelegt? Bro. Oh mein Gott. Ich hab das Auto beschädigt ein bisschen. Huch. Das ist schlimm. Ey, das zählt nicht, mein Lieber. Ganz ruhig Platten. Geh wieder zur Mitte. Hä, darf ich den Autos Plattenreifen schießen? Nein. Schade. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das wäre halt echt gut, wenn ihr auch mal so... Ein Auto ist weg. Das rote Auto fährt weg. Wie das fährt weg? Auto ist weggefahren. Wie das fährt weg? Hä, ich dachte, da war ein Auto auf dem Kopf und so. Hä, ich hab ihn. Er ist hinten beim Parkplatz. Er fährt wieder zum Würfelpark Richtung hinten. Als ob er da vorbeifährt, Mann. Ich wollte doch den Sneaky Peaky machen. Oh mein Gott, als ob... Nein, das war so schlecht! Wie viel Pech kann man haben, ja? Habt ihr das gesehen? Habt ihr mich noch fliegen sehen? Ich hab's gesehen, ja. Moin. Oh mein Gott. Servus, Jungs, alles gut bei euch? Alles gut bei euch? Alles gut. Also ich sag mal so, irgendwie hat mir der Aston Martin mehr gefallen als dieser Audi, aber... Echt, sieht man gar nicht. Ja. Oha! Oh mein Gott. Digga! Alter! Jungs! Was habe ich euch getan, Jungs? Chill mal. Will ich hier nach rechts fahren? Nee. Jungs, ey, mein Auto ist kaputt. Hast du so ein Drift-Auto? Nein! Auf Wiedersehen! Schau dich rüber! Yeah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga. Habt ihr mich gerade wirklich zu Flucht? Ich glaube, unsere Autos sind zu kräftig. Ja. Jungs, auf Wiedersehen!
Ja, hat mich Spaß. Hat dein Auto nicht gebrannt? Ich dachte, dein Auto hat gebrannt. Nee, Bro, alles gut. Er ist unter uns, er ist genau unter uns. Genau unter Nein. uns. Ja, sag's doch. Was? Er fährt in unsere Arme. Nein. Warte, ich bin hier nicht hochgefahren. Wir sind grün, deswegen bin ich hier runtergefahren. Nein. Bro, was ist denn heute los mit... Oh mein Gott. Hä? Bro. Oh, jawohl, jawohl. Guter Chris. Guter Chris, Bro. Das ist gut. Schaffen wir uns. So, ich mach jetzt die Sirenen an, ich mach jetzt ernst. So, Abfahrt. Bitte. Was? Was? Mich hat ein Auto gecrashed, ich bin so runtergefallen. Niemals! Digga, was ist denn heute los? Ich sag euch ehrlich, das kann doch nicht sein. Alter, das kann doch wirklich nicht... Moin! Ey, er fährt aber wieder zurück. Oh, ja, ich hab ihn getroffen, hinten das Heck. Ich wusste es, was? Digga, das kann... Oh mein Gott, nein! Digga, oh Gott, das kann das? Doch einfach nicht... Jungs, das kann doch nicht sein! Ey, was ist denn das für eine komische Folge? MBK, der Praktikant, AK, so, der Lackhase. Ich nehme heute ja, alles auseinander. Okay, ich bin Auto hungrig! Ist kaputt, mein Auto du bist in der Sackgasse, hier geht's nicht weiter. Ich sag dir so, wie es... Oh nein. Ihm geht's doch weiter. Digga, als ob ihr so perfekt rüberkommt. Jungs, lasst uns doch einfach nein. kommunizieren, fair und... Also gut. Du kannst dich nein. auch... Er nimmt alles als Rampe, ne? Nein! Die Rampe nicht geschafft. Nein, wieso schafft... Er kommt nicht rüber. Da hinten ist er, Ich seh's. Ich hab's auch rüber geschafft. Na, oh mein Gott! Digga! Was ist denn heute los? Heute sind wir aggressiv. Digga! So russig, ey. Ja, okay, ich ergebe mich. Ciao. Er ist unten in Kanalisation drin. Bro, du kannst nichts machen. Steig einfach raus und ergib dich. Ja, okay. Fahr vor ihn irgendwie. Ja, okay, nächster Reifenplan. So. Jungs, ich kann doch einfach so nicht weiter. Ich klau das Auto, park's einfach neben deinem Parkplatz. Denkst du, ich werd niemand. Jetzt fährt das Auto Nein, gar nicht mehr! Ich hätte ihn vor ihm! Ja, okay, das war's, Jungs, das war. Nice, Jungs, nice. Ja, ihr habt's geschafft, Jungs. Ich steig jetzt aus, okay? Ich würde dann jetzt. Du steigst nicht aus, guck mal. Ich würde dann jetzt aussteigen, jetzt auch mal. Oh Gott, Digga, ist. Oh mein Gott, Armin, was machst du? Du bist runtergefahren! Jungs, ist es okay? Ich brauch's nicht. Ja, okay, ja. Ich hab ihn. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, ich fall mit runter! Nein. Digga, das kann nicht sein! Es kann doch einfach nicht sein! Ja, okay, ich geh wirklich auf jetzt. Digga, also die Folge ist ja ehrenlos. Guckt doch mal, ey Leute. Ich schieß nicht mal jetzt. Leute, guckt euch mal an, was hier passiert. Guckt mal an, was hier passiert. Aber, Jungs. Oh nein. Mein Auto ist so gut wie... Digga, es fährt doch gar nicht mehr, Digga. Kannst auch nichts machen. Digga, ich kann einfach mal nichts, einsehen. Digga, ich kann nichts machen. Oh mein... Ich hab ihn. Ey, ich will die mobben. Es ist so lange... Ja, okay, GG, herzlichen Glückwunsch. Digga, also heute, Leute, ich muss ja echt einen Plan schmieden. Digga, ja, okay, knallt mich ab, ich bin doch schon... Ja, hier, ich leg mich auf den Boden. Leute, zwei Leben weg direkt. Ey, heute wird's hart, Freunde. Ich sag euch ehrlich, heute wird's hart. Aber let's go zum letzten Leben. Jungs, ich sag euch ehrlich, heute kann es sein, dass es die kürzeste Folge der Welt sein wird. Und ich habe noch nie nicht geschafft, ein Auto zu klauen. Das ist echt... Nie nicht geschafft, ein Auto zu klauen. Ja, also, dass ich drei Leben verloren habe, ohne ein Auto zu klauen, meine ich. Digga, okay. Das wäre echt unterste Schublade, sag ich euch, wie es ist. Also, das wäre mit Abstand das Dümmste, was passieren kann. Ich bin gerade bei diesem blauen Auto, so, Amir. Ich bin im roten, warte, ich guck mal nach. Hier drin könnte irgendwer sein, nee. Digga, Alter, sag ich ehrlich, cool also, heute... Der Bentley? Ja. Übel geil, gell? Ich feier den auch, muss ich ehrlich zugeben. Okay, rot oben ist clean, ich komm mit dir, geh du runter. Also ich bin sag, Mitte gerade. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich feiere den blauen Bentley auch sehr. Sehr dolle. So. Ja. Wo kann der denn jetzt rein? Ich hab was gespawnt, Bro. Ich fahr wieder hoch. Wie, das ist gespawnt? Ich hab was gespawnt. Aber nicht bei mir, nicht beim blauen. Oh, das Auto weg. Das Auto ist weg. Fahr mal irgendwie. Ich geh FIB rein. Der versteckt wieder irgendwo hier. Der weiß auch keine Chance. Jungs, ich sag euch so, wie es ist. Digga, als ob du mich wiederfindest! Digga, du cheatest doch! Ich hab ihn nicht! Nein, der lügt nicht! Bro, ich hab grad. Ich bin grad im Kreis gefahren, weil er das gesagt hat! Jungs, also ich muss hier euch leider mitteilen, dass ihr mich wahrscheinlich niemals im Leben finden werdet. Es ist so geil. Also es gibt gar keine Chance, dass ihr mich findet. Also wenn ihr mich findet, Digga, dann seid ihr so Cheater. Ein kleiner Lacker. Also wenn ihr mich findet, dann seid ihr Cheater. Und ich sag euch ehrlich, ich hab als Ratte das Auto. Da ist er, da ist er!
Wo seid ihr? Ey. Guck mal, ey, du machst doch schon so. Jungs, wo Liga, ey. Ich war gerade echt leise. Ey. Aber dann hab ich nachgedacht. Keine Ahnung. Ey, guck mal, wo ich bin. Ich bin im Live Invader drinne. Was? Warte, ich komm. Im Live Invader drinne. Deswegen absolut sichere Quelle, Jungs. Tut mir leid. Wo bist du mit dem Auto hin? Ja, reingefahren. Ich bin. Hier ist Schiss. Boah, ich pass gar nicht rein. Ja. Ah, doch, ich pass rein. Nee, doch. Oh, doch. Ah, ich hab Rustik gefunden! Na, das ist nichts. Damit ist ein Leben zwar noch da, aber ein Auto, ey, Gott sei Dank, ein Auto wenigstens. Ich bin genau in dem Moment reingestiegen, wo du gesagt hast, rote Auto ist clean. Genau in dem Moment. Ich war eine Ratte unterm Auto. Ah, das war einfach wieder lustig dann also. Ja, das heißt, Leute, wir müssen uns konzentrieren. Zwei Autos, ein Leben, Hardcore. Let's go. So, meine lieben Freunde, Officers und liebe Babysitter. Ich habe euch heute ein paar Babys mitgebracht. Damit ihr ein bisschen babysittet, weißt du? So. Ja, okay. Vielleicht mache ich nächstes Polizeidieb, Baby in Yellow Polizeidieb. Dann werde ich einfach nur Baby in Yellow Autos spawnen und mit Babys die Autos klauen. Gute Idee? Mit Babys? Ja, mit Babys. So. Ach, hier sind die. Was? Beim gelben Auto sind die Arme. Geh du mal weiter hier, warte mal. Ja, also MBK, okay. Ich zeig dir heute. Ich zeig dir jetzt heute noch etwas. Das nennt sich die Garnele. Hä? Garnele? Ich bin eingefangen. Arme, ich bin eingefangen. Ich nicht. Das ist die Garnelentaktik, verstehst du das, Leute? Ich kann einfach drunter durchfahren durch die Garnele. Oder doch beim Bentley. Dann hier einmal so rausjumpen. Dann hier. Dann zack. Jetzt kommt das Interessanteste, Leute, ne? Ihr denkt euch jetzt sicherlich, okay, was hat er vor? Aber habt ihr schon mal ein fahrendes Baby gesehen? Ja, jedes Mal, wenn du in deinem Auto sitzt. Wow! Ich würde einfach sagen, es wird Zeit jetzt einzusteigen. Ich steig ein. Ich fahr jetzt weg, Jungs. Du bist so ein Baby? Ja. Ami ist ein Baby? Ja, ist ein Baby, aber falsch. Oh Gott, was okay. Beim Blauen. Oh mein Gott, du hast vor mir weggefahren, Bro. Er hat zwei Babys angefahren. Oha, was? Er will wieder runter. Ja, Jungs. Nein, ich ramme. Oh mein Gott, ich dachte, ich ramme ihn gerade runter von der Brücke. Oh mein Gott, das wäre so ein nice Praktikantenfehler, wäre das. Das hätte euch meinen Job gekostet, bin ich ehrlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hinter, Jungs, ich kann nichts machen. Jungs. Armin, du hast ihn rausgeholt. Jungs, mein Game ist gecrashed. Wie? Ey, Lü, guck mal, er ist so Jungs, mein Game ist doch einfach gecrashed. Weil wir Fairplay machen wollen, dass du so Lügen machst. Jungs, wirklich? Mein Game ist gecrashed, wirklich. Ich mein's ernst, wirklich, mein Game ist gecrashed. Das Einzige, was crasht, bist du gleich. Wie jetzt gerade. Alter, das kann doch nicht sein, mein Auto sieht aus wie eine... Oh, ich hab eine Idee. Huh. Es gibt eine Idee. Dass du einen Unfall machst? Er ist auf der anderen Seite aber. Nein. Er ist runter. Habt ihr das gesehen, Digga? Oh, ich komme auch runter direkt. Oh mein Gott, Digga. Habt ihr aber gesehen, was ich da gerade für einen Jumper gemacht habe eigentlich? Ja, aber das war, weil ich ein Auto gerammt hatte, Digga. Das war aus Versehen. Mhm. Oh mein Gott. Wisst ihr, wo ich bin? Ja. Was? Wie? Hinterhergejumpt, wie? Wieso jumpt ihr mir hinter... Ich häng fest hier. Jungs. Oh. Ciao. Nein. Ich bin drin. Digga, warum? Ich auch. Digga, was seid ihr für... Ihr seid heute keine Kakerlaken, ihr seid heute Parasiten, Digga. Wir haben uns gerammt. Zicke heute. Dein Blut schmeckt mir. Das kann doch nicht sein, Digga. Ich sag euch ehrlich. Ist er unter Kanalisation? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte! Links. Oh mein Gott! Wo denn? Wohin? Welche Richtung? Rechts oder links? Er ist nach links. Verdammt, Alter. Oh mein Gott, Junge. Also ich sag euch ehrlich, ich hab einfach Bitte gesagt und GTA dachte sich so, Halleluja, Bro, wir helfen dir. Wirklich, Rostock, also, egal was wir spielen, ob mega Rampen, Polizei gegen Dieb, ist einfach nur, Rostock hat immer nur Lack. Der springt Bro. Irgendwo, macht ja, irgendwo und unfair Augen mit dem zu und durch und Bro, ja Jungs, man muss auch mal kurz den ablenkenden Hasen machen. Kurz den Lügen, Alter. Sag Bro, Freunde ich sag anlügen. Euch ehrlich, ich hab den Meisterjump des Dingers. Ich bin gegen die Brücke geknallt, dann auf die Autobahn und von der Autobahn bin ich sicher weggekommen. Ich hab mich versteckt, Jungs, ich bin weg. Ich war sogar noch bis eben gerade einfach hinter dir, da hab ich einen Unfall gemacht, das ist doch auf schade. Der Autobahn?
Ich war auf der Autobahn sogar hinter dir. Nein! Aber ich habe keinen Plan. Wie bist du drauf gekommen? Also ich bin da mit runter und nach oben. Digga, was? Krass, Bro. Ehrlich, krass. Ja, GG würde ich sagen. Dann bleibt noch ein Auto. Und ich würde einfach sagen, stopp. Wir müssen jetzt mal verlieren. Guck mal, warte mal, ganz kurz. Bleib mal beide mit Auto stehen. Wer ist das? Ah, MBK ist genau fast bei mir gewesen. Hey, dann, hey, wo bist du? Portet euch mal her. Guck mal, ich hab von hier MBK gerade gesehen. Wäre ich jetzt hier runter gejumpt, wäre ich genau bei MBK gelandet. Ich sehe den da unten. Guck mal hoch, hier aufs Parkhaus. Ganz oben. Yeah. Siehst du mich oben? Oh mein Gott. Hä, wie bist du denn schnell ins Parkhaus gekommen? Bro, ich bin direkt reingedriftet, direkt hoch. Das Ding ist, ich hab dich auf der Autobahn gesehen, ich hab einen Crash, ich guck, du warst weg. Bro, ich bin nur geradeaus durchgefahren. Das Auto ist auf gerade Strecke echt schnell gewesen, das hat man auch beim ersten Diebstahl gesehen. Aber so, ja, ihr habt mich gerade zusammengedrückt wie eine Pressmaschine. Aber letztes Leben, letztes Auto, final Countdown. Comeback oder nicht Comeback, das wird jetzt rein entscheiden. Let's go. So, Jungs, seid ihr bereit fürs Finale? Ich sag, du wirst nicht mal wegkommen. Du wirst nicht mal wegkommen, nicht ansatzweise. Echt? Ja. Also du meinst, du erwischt mich, bevor ich überhaupt ins Auto einsteige? Ja, genau, das sag ich. Okay. Ich hab vom Besten gelernt, Officer Army. Oha. Mensch, der weiß, wie es hier funktioniert, Digga. Was? Ich muss sagen, MBK ist der beste Partner, den ich jemals hatte. Oh, was? Aber ja, Digga, habt ihr euch lieb oder so? Wollt ihr vielleicht auch was zum besten Dieb der Welt sagen oder so? Bester Dieb? Guck mal, ich erkläre euch, was heute mit euch passieren wird, ja? Dafür bitte ich euch einmal zum Bentley zu kommen, ja? Wir machen eine... Der macht gerade Bilder, spawnen, dann kann man nicht durch. Nein. Bleib mal stehen. Das ist eine kleine Show. Geh mal dahin. Geh mal auf die andere Seite. MBK, geh mal zu Amir. Nein, bleib du da. Nein, wirklich. Bro, es ist die Bildershow. Siehst du die Bilder? Guck mal, Amir, siehst du die Bilder? Echt Bilder gespawnt. Ja, guckt euch mal bitte die Bilder an. Ja. Seht ihr das? Da ist, seht ihr so eine Kartoffel, die ins Wasser fällt. Und jetzt seht ihr was? Die Kartoffel fällt noch tiefer ins Wasser. Und was jetzt? Jetzt ist sie unter Wasser. Okay, nee. Sie ist unter Wasser. Und was bedeutet, dass eine Kartoffel unter Wasser ist, Leute? Dass sie nass ist? Jetzt von Bildern her. So, wisst ihr, wie ich meine? Verschwunden. Von Bildern her. Von Bildern her... Ist es, dass du eingestiegen bist. Ja, ist gut. Jungs, ja. Fandet ihr die Bilder gut, die Bildershow so? Sei mal ehrlich. Ist sehr gut. Jungs, ich hab für euch extra Kartoffeln. Sind da zwei Babys drin? Ja, zwei Babys. Ja! Ich fliege die perfekt hinterher! Oh mein Gott, nein, ich hab einen Fall gemacht. Oh mein Gott, Digga, als ob er mir perfekt hinterher fliegt. Oh mein Gott, du kleiner Spion, du! Digga, Bro, es gibt diesmal keine Aussage. Ich sag das, wie es ist. MBK ist echt ein giftiger Giftzwerg. Also, ich sag dir ehrlich. Wir haben bestimmt der beste Praktikant, den wir hatten. Oh, sein Auto ist auch. Er ist nach rechts gefahren? Ja, ich weiß, ich hab ihn gesehen. Er fährt links rüber auf dem Highway. Also, sick. Das machen wir mal besser, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Direkt hinter dir. Oh mein Gott. Bleib einfach an ihm dran. Muss nicht kurz. Ich bin perfekt dran. Oh mein Gott. Autobahn, ne? Oh mein Gott. Ja! Ich hab ihn einmal gepittet. Nein. Oh mein Gott, er ist fast runtergefallen. Nein. Oh mein Gott, danke! Nein! Ist er runtergefallen? Ja, er ist runtergefallen. Oh. Ich bin auch unten, direkt unten. Nein, das kann nicht sein. Ja! Wo ist er? Ich kann nichts machen. MBK hat mich runtergeschubst in ein Käfig! Bro, das gibt... Ey, ich kann nichts machen, ihr habt mich. Ja. MBK. Ich bin die ganze Zeit also, nach unten gefahren. Ich will nicht sagen. Ich hab dich getoggelt und als der hier runtergefallen ist, wusste ich, okay, der muss hier irgendwo Digga, sein. Digga, MBK Game Changer heute. No joke, Game Changer. So. Welches der Babys bin ich? Du bist das, was gerade wegläuft, Digga. Mach mal jetzt hier keinen mehr. Ich hab dich eben schon abgeknallt einmal. Ey, ich denk mir so, oh mein Gott, Praktikantenfehler, er schubst mich runter und was für ein Lack. Er schubst mich in diese komische Zone hier. Ich komm nicht raus. Ich bin hier reingefahren und sehe deinen blauen Popo da vom Auto. Bro, ich kam einfach nicht raus und deswegen, ich sag euch ehrlich, heute, okay, ich hab gekämpft. Herzlichen Glückwunsch, Officers. Geht's die Folge an die Officers. Geisteskranke Folge, geisteskrankes Debüt von MBK. Klasse Leistung. Das respektiere ich. Lasst ein Like da, Leute. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Heute hatten wir Pech. Nächstes Mal zerfetzen wir sie. Ciao.